Der Vorrede, ich übergebe. Bitte, wir haben das Wort. Ja, liebe Frau Bremer, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe doch noch gar nicht gesagt, das muss also Ihnen gelten, der Applaus. herzlichen Dank natürlich an den gesamten VLA für diese Einladung, für die Möglichkeit hier zu sein. Auch von mir ein frohes Pfingstfest. Ich finde das toll, dass Sie sich gerade immer zu Pfingsten treffen und ich hoffe, dass ich dabei beitragen kann, dass etwas der Geist über uns kommen möge an diesem Pfingstfest, nicht in verschiedenen Zungen miteinander reden. Insofern, Präses Dr. Lemgen, auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und freue mich eben auch, im Namen der Stipendiaten sprechen zu dürfen. Insofern, herzliche Grüße der Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir sind, wie Frau Bremer richtig gesagt hat, gerade dabei, zu sagen, wenn wir über Realismus grundsätzlich denken, dann sollten wir das auch tun und zwar parallel mitdenken. Hier vorne ist noch ein Platz frei, wenn Sie noch was suchen. Ich habe hinten noch ein paar Flyer ausgelegt, falls jemand sich interessiert. Wir sind gerade noch dabei, unser Programm zu finalisieren. Nächstes Wochenende treffen wir uns wieder mit den Stipendiaten, mit der Grundsatzarbeit in der Villa Lessing und versuchen ein allgemeines Programm, dann ein Thesenpapier zusammenzustellen. Bis jetzt gibt es einige Bereiche, die wir schon abgedeckt haben. Hoffentlich haben wir am nächsten Wochenende dann ein wirklich umfassendes, rundes Programm. Ich möchte Ihnen kurz sagen, was ich mir gedacht habe für den heutigen Vortrag. Erst werde ich Ihnen kurz nochmal erklären, was denn die AG Grundsatz eigentlich ist und was wir genauso machen. Warum wir uns den Begriff der Emanzipation als neuen liberalen Leitbegriff ausgedacht haben und warum wir glauben, dass das ein Begriff ist, über den man sehr viel mehr nachdenken muss, als das bis jetzt der Fall ist. Versuche dann im Bereich der Ordnungspolitik, Ordnung der Märkte, was mein Bereich ist, den ich da vor allem vertrete, auf die ordnungspolitischen Grundlagen der Freiburger Schule zurückzukommen. Und da sieht man natürlich sehr bald, dass es ein Primat der Währungspolitik gibt, wie Walter Eucken das genannt hat. Und mit dem Primat der Währungspolitik kommt man natürlich sehr schnell zur jetzigen Situation der Eurokrise. Und wenn man sich die Eurokrise genau anguckt, dann stellt man fest, die Euro-Krise ist keine Euro-Krise, sondern sie ist eine Staatsschuldenkrise von einzelnen Staaten. Dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn eigentlich bis jetzt passiert? Wie haben wir denn versucht, Griechenland zu retten? Ich würde Ihnen die Rettungsschirme nochmal kurz vorstellen und dann die möglichen Szenarien, die so diskutiert werden, im Moment mit Ihnen zusammen diskutieren und hoffe da natürlich auf großen Widerspruch von Ihnen, damit wir hinterher auch in die Diskussion einsteigen können. Zunächst die AG Grundsatz, Frau Bremer hat das gerade schon gesagt, Christian Lindner hat sich zum Ziel gesetzt, wir brauchen ein neues Grundsatzprogramm. Wir müssen wieder grundsätzlich definieren, was der Liberalismus im 21. Jahrhundert eigentlich bedeutet. Und zwar geht es darum zu sagen, wir befinden uns auf unbekanntem Terrain, es gibt neue Probleme, die Euro-Krise ist nur ein Beispiel, die Vernetzung im Zuge des Internets in vielen anderen gesellschaftlichen Entwicklung, die wir so haben, kommen wir ständig vor neue Probleme, die wir vorher nicht kannten. Und was wir brauchen, ist ein liberaler Kompass, der uns seinen Weg zeigt und sagt, ja, das sind unsere Grundwerte, anhand dieser Grundwerte wissen wir auch in unbekannten Situationen, wo wir denn liberale Antworten finden können. Und da haben wir als Stipendiaten gedacht, wir denken quasi parallel zur Partei, machen uns unsere eigenen Gedanken, was der Liberalismus für uns bedeutet und machen das, indem wir sehr viele Seminare organisiert haben. Beim letzten Seminar habe ich dann Frau Bremer getroffen, die mich sofort eingeladen hat. Da war ich natürlich sehr dankbar, dass ich das gleich weitertragen konnte. Wir sind ständig per Skype mit irgendwelchen Konferenzen beschäftigt, machen drei Zukunftswerkstätten, von denen zwei schon in der THA in Gummersbach stattgefunden haben. Hat die nächste, wie gesagt, nächstes Wochenende und dann werden wir ein großes Papier hoffentlich hinterher haben, das dann auch Verbreitung finden wird als Diskussionsgrundlage. Und insgesamt haben wir als Stipendiaten festgestellt, wir wollen uns natürlich darauf konzentrieren, was in der Partei bis jetzt vernachlässigt worden ist. Wir wollen weg von der Ein-Themen-Partei. Das Thema Wirtschaft ist natürlich sehr wichtig, Steuersenkung ist von mir auch wichtig, aber es gibt ja noch viel, viel mehr im Bereich des Liberalismus. Darüber müssen wir nachdenken. Und deswegen haben wir eine Gruppe, die sich vor allem um Integration, Kultur, Bildung kümmert, als Inkubi sehr aktiv sind und sich damit beschäftigen, was denn in diesen Bereichen liberale Antworten auf aktuelle Probleme sein können. Im Bereich offene Gesellschaft stellen wir so Fragen, wie funktioniert Bürger und Staat, die Relation, was ist mit direkter Demokratie? Ist das eine Möglichkeit, ja oder nein? Hat die repräsentative Demokratie nicht auch gute oder gewisse Vorteile, die wir nicht einfach über Bord geben sollten?
Aber wie schaffen wir es, die Bürger wieder so an der Politik zu beteiligen, dass sie nicht hinterher auf die Straße gehen und in Stuttgart schreien, wir wollen das nicht, sondern dass sie das tatsächlich Politik als ihr eigenes, als ihre eigene Politik wieder begreifen? Das ist das Entscheidende. Emanzipatorische Grundlagen ist so ein bisschen so unsere, die Grundsatzarbeit in der Grundsatzarbeit, nämlich zu fragen, wo kommt eigentlich der Begriff der Emanzipation her und was bedeutet der auf konkreten Themenbereichen von Gender Studies bis Menschenrechte bis vieles andere. Und dann gibt es natürlich den sehr, sehr wichtigen Bereich Ordnung der Märkte, der trotzdem noch eine Rolle spielt und auf den ich mich jetzt konzentrieren werde. Dennoch, zumal, ich habe es gerade angekündigt, Emanzipation als Leitbegriff. Viele denken, Emanzipation ist ein Begriff, der besetzt ist von Elle Schwarzer und anderen. Was machen denn da die Liberalen? Nein, natürlich, so ist es nicht. Emanzipation ist ein urliberaler Begriff, die Befreiung aus Machtstrukturen. Man denkt an das alte römische Recht, die Befreiung des Sklaven, das ist Emanzipation. Und man denkt natürlich auch an die Aufklärung und an Kant und sagt, die Selbstbefreiung des Menschen aus der selbst auferlegten Unmündigkeit. Das ist das Entscheidende. Sapere aude, wage selber zu denken. Selbstverschuldeten. Was habe ich gesagt? Das wollte ich sagen. Es mag sein, dass ich was Falsches gesagt habe. Tut mir leid. Selbstverschuldet. Wir sind unmündig. Wir müssen uns daraus befreien. Und das geht über das Denken. Und deswegen sind wir auch alle hier. Freiheit ist dabei allerdings immer nur als Prozess möglich. Freiheit ist kein Zustand. Ich kann nicht einfach mich hinsetzen und sagen, ich bin jetzt frei. Freiheit alleine geht auch nicht. Freiheit funktioniert in der Interaktion. Und der größte Feind des Liberalismus ist in diesem Sinne, wenn man von Emanzipation her denkt, der Paternalismus. Zu sagen, ich habe jemanden, der mir sagt, was ich tun soll. Wenn alles vorgeschrieben wird von einem gutmeinenden, wohlmeinenden Staat, da müssen wir als Liberale aufpassen. Da sind, glaube ich, die größten Bedrohungsszenarien. Der Sozialismus ist natürlich eine besondere Ausprägung des Paternalismus, aber ich glaube nicht, dass das so die Problematik ist, die wir heute sich uns stellt, sondern generell die Frage, die Abgrenzung des Liberalismus gegenüber dem Paternalismus und die Rückkehr zur Bürgersouveränität. Jeder Einzelne muss sich wieder souverän, als souverän fühlen, als Teil dieser Gesellschaft. Und wir müssen eben gucken, wie wir zur Entmachtung von Strukturen kommen. Wie können wir Strukturen abbauen, die dem Einzelnen daran hindern, sich frei zu entfalten. Insofern Liberalismus als Entmachtung. Das ist natürlich, kommt man da zu einem gewissen Paradox, weil wir brauchen den Staat. Wenn wir Machtstrukturen abbauen wollen, brauchen wir dafür ein mächtiges Instrument. In diesem Falle das Recht, den Rechtsstaat. Wir brauchen Normen, die den Starken daran hindern, einfach seine Macht willkürlich durchzusetzen. Das ist sehr offensichtlich im Kartellrecht. Ich kann nicht einfach ein Kartell gründen und den Markt monopolisieren, sondern ich will einen freien Wettbewerb. Und dafür brauche ich natürlich eine Kartellbehörde, eine Monopolaufsichtsbehörde, die genau das verhindert. Also ich brauche den Staat, um den freien Markt zu garantieren und eine freie Gesellschaft zu garantieren. Es gibt das berühmte Diktum von Ernst Wolfgang Böckenförde. Ich habe es gerade schon gesagt, ich bin inzwischen bei den Juristen gelandet. Kein großer Liberaler, ich weiß, aber er hat gesagt, der Staat baut auf, oder die Gesellschaft baut auf Voraussetzungen auf, die sie selbst nicht schaffen kann. Und beim Markt ist es genauso. Es gab einen berühmten oder einen sehr interessanten Artikel von Dieter Thome in der Neuen Zürcher Zeitung im letzten Jahr, der gesagt hat, dieses Böckenförde-Diktum ist im Prinzip geklaut, weil Josef Schumpeter hat dasselbe schon gesagt zum Markt. Der Markt baut auch auf Voraussetzungen auf, die er selbst nicht schaffen kann. Insofern müssen wir als Liberale darüber nachdenken, was sind denn die Grundlagen des Marktes, damit der Wettbewerb auch tatsächlich wirklich funktioniert. Und eins ist, glaube ich, dabei ganz wichtig, wir müssen als Liberale vom Einzelnen her denken. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass das Kollektiv eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das Recht kann nur funktionieren, wenn es vom entsprechenden Kollektiv von uns getragen wird. Wir müssen alle der Meinung sein, ja, das ist unser Recht. Das kann in der Gemeinde funktionieren, wo man sich als Gemeinde zusammentut. Das kann auf dem Nationalstaatenebene funktionieren. Und es kann in Europa funktionieren. Ob es auf einem Weltstaatenebene irgendwann mal funktionieren kann, bin ich etwas skeptisch. Aber wir müssen den Blick dafür öffnen, zu sagen, ja, es gibt ein Kollektiv. Wir als alles tragen unsere Rechtsordnung. Und das ist für Liberale immer etwas schwierig, weil wir natürlich vom Vernunftbegriff ausgehen und in der Tradition von John Rawls sagen, nein, ich selber weiß ja, wenn ich jetzt hinter dem Schleier des Nichtwissens stehen würde, dann würde ich mir diese ganzen Normen eben geben. Ich glaube, das erklärt aber nicht, warum es so große Unterschiede zwischen verschiedenen Rechtsordnungen gibt. Das Recht in Irland ist ein anderes Recht als das Recht in den Niederlanden. Und das ist eben auch wichtig. Deswegen sind beide für sich so als Rechtsstaat eben auch, glaube ich, haben ihre Bedeutung, ihre Notwendigkeit.
Wir müssen aber akzeptieren, dass wir sagen, es gibt eben auch Unterschiede. Und nur dann kann Recht eben auch tatsächlich wirksam funktionieren, wenn es eben von den Bürgern, den Rechtsunterworfenen, als ihres akzeptiert wird. Und gerade in Europa bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich im Moment der Fall ist. Wenn wir jetzt gerade uns vielleicht die Eurokrise angucken, stellen wir fest, dass das Europarecht eine sehr fragile Bindung nur erzeugt. Also ob Leute sich an Europarecht halten, weil es Europarecht ist, da habe ich doch sehr schwere Bedenken und wir sehen an dem Handeln der Staaten und der EZB, dass das problematisch ist. Also insofern müssen wir darüber nachdenken, was wollen wir eigentlich auf europäischer Ebene erledigen und was wollen wir auf nationalstaatlicher Ebene erledigen. Eins ist für Liberale klar, wir wollen versuchen, möglichst wenig zu steuern, sondern wir wollen uns darauf beschränken, die Grundlagen zu legen. Und deswegen die Grundlagen des Staates, da bin ich jetzt bei der Freiburger Schule, bei der Frage der Ordnungspolitik, wie soll denn so ein Rahmen aussehen? Das ist jetzt angelehnt an Walter Eucken. Das Grundprinzip muss sein, dass wir ein funktionierendes Preissystem haben. Wir wollen, dass Angebot und Nachfrage sich begegnen können, sich frei begegnen können und ein Preis dabei sich bildet, der als Signal funktioniert und den Markt erst möglich macht. Voraussetzung dafür ist natürlich das Privateigentum. Wir wollen kein Staatseigentum, kein Kollektiveigentum, sondern wir wollen dem einzelnen Bürger sein privates Eigentum ermöglichen. Wir brauchen aber auch so Dinge wie Haftung und da ist man eben auch schon wieder beim Recht. Wir brauchen das BGB, das eben garantiert, wenn jemand seinen Vertrag nicht einhält, dass da auch ein Gericht dabei ist, dass das im Zweifel hinterher einklagen kann, dass jeder zu seinem Recht kommt, wenn jemand vertragsbrüchig wird. Das steht sich natürlich in gewisser Weise gegenüber zur Vertragsfreiheit. Grundsätzlich kann jeder einen Vertrag schließen, den er will. Aber wenn er ihn geschlossen hat, muss er sich den natürlich auch halten. Dann brauchen wir den Bereich offene Märkte. Das habe ich gerade schon angesprochen. Offene Märkte heißt eben auch, dass wir Handelsbarrieren abbauen. Das ist die ganz große Errungenschaft der Europäischen Union natürlich, der Binnenmarkt. Und dafür brauchen wir die Monopolkontrolle, das Kartellrecht, über das ich gerade schon gesprochen habe. Das ist sehr wenig, aber das ist das Essential. Je mehr wir versuchen zu regeln und innerhalb dieses Rahmens den Leuten vorzuschreiben, wie denn jetzt das richtige Leben aussieht, desto mehr landen wir beim Paternalismus und sind weit weg von dem, was wir als Liberale eigentlich wollen. Ich habe schon gesagt, Grundprinzip ist das funktionsfähige Preissystem. Primat der Währungspolitik ist das, was Walter Eucken dann daraus abgeleitet hat für die Frage, wie funktioniert denn ein Preissystem? Funktioniert nur, wenn ich eben auch eine einheitliche Recheneinheit habe und ein Gut damit bewerten kann und sagen, ja, das kostet so und so viel, das kostet so und so viel. Das heißt, ich muss mir eben auch sicher sein, dass ich Preise vergleichen kann. Ich kann Preise dann nicht vergleichen, wenn ich zu viele unterschiedliche Währungen habe, die miteinander schwanken. Zumindest ist es schwierig. Grundsätzlich sind natürlich Währungsschwankungen zu befürworten, aber in einem einheitlichen Markt ist es sehr viel einfacher, Preise miteinander zu vergleichen. Deswegen ist der gemeinsame Euro entstanden und wir haben eben uns darauf geeinigt, europaweit mit einer Währung zu zahlen. Die Währung muss aber auch stabil sein. Es kann nicht sein, dass ich nicht weiß, morgen, was der Preis eines Gutes morgen oder übermorgen ist, dadurch, dass die Inflation zu weit davon galoppiert. Also insofern, das Primat der Währungspolitik ist eine ganz zentrale Aufgabe des Staates. Wir haben lange in unserer Grundsatzdiskussion darüber diskutiert, ob denn der Staat die Währung deswegen auch selber machen muss. Da kann man durchaus anderer Auffassung sein und mit Hayek und anderen sagen, es kann ja auch private Währungen geben, Parallelwährungen und dann muss sich der Euro eben beweisen. Gehen die Bürger in den Euro oder kaufen sie lieber irgendeine eigene Währung, eine Regionalwährung zum Beispiel, die sie als stabiler erachten? Und dann gibt es einen schwankenden Wechselkurs zwischen diesen verschiedenen Währungen und der Staat, die EZB in diesem Falle, wird gezwungen eben den Euro tatsächlich stabil zu machen, weil die Bürger sonst eben ihm kein Vertrauen mehr schenken. Also das ist sicherlich ein interessanter Gedankengang. Entscheidend ist aber, die Garantie muss da sein, ich habe eine vernünftige Währung, auf der unser Wirtschaftsleben aufbauen kann. Walter Eucken hat das damals in seinem Lehrbuch sehr schön zusammengefasst, indem er Lenin zitiert hat, der gesagt hat, um die bürgerliche Gesellschaft zu zerstören, muss man ihr Geldwesen verwüsten. Und da ist sehr viel dran. Das Geldwesen ist ganz entscheidend für eine bürgerliche Gesellschaft. Insofern müssen wir sehr vorsichtig mit dem Euro und mit unserem Geld umgehen und sehr genau schauen, was denn da passiert. Grundlage der stabilen Währung haben wir uns in Europa
oder beziehungsweise vor allem in Deutschland darauf geeinigt, stabile Geldpolitik funktioniert am besten, wenn ich eine unabhängige Zentralbank habe. Wenn ich also der Politik die Macht über das Geld entnehme und eben nicht sage, die Politik darf steuern, wie viel Geld angeboten wird, zu welchen Zinssätzen. Also haben wir eine unabhängige Zentralbank gemacht. Die Bundesbank ist dann Vorbild gewesen für die Europäische Zentralbank. Ich habe Ihnen kurz den entsprechenden Artikel aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wie er seit Lissabon ja heißt, hier auf die Folie geworfen. Da steht drin, das vorrangige Ziel der europäischen Systems der Zentralbanken ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Also die EZB misst ihren Erfolg selber daran, ob sie Preisstabilität hat. Und zwar einzig und allein nur an diesem Ziel. Wenn dieses Ziel nicht in Frage gestellt wird, dann darf sie zusätzlich auch sich Mühe geben, sich mit der Wirtschaftspolitik der Union generell und den anderen Zielen der Union, wie sie in Artikel 3 drin stehen, da Maßnahmen zu ergreifen, die das unterstützen. Aber immer nur unterstützen. Das primäre Ziel der Preisstabilität darf nie in Mitleidenschaft gezogen werden. In diesem Fall ist die EZB etwas anders, als das zum Beispiel die Federal Reserve in den USA ist. Es gibt große Diskussionen, ob die denn überhaupt unabhängig ist oder nicht doch viel stärker politisch kontrolliert als eben unsere Zentralbank. Klar ist auf jeden Fall, dass die nicht ein Primat auf der Preisstabilität hat, sondern drei Ziele hat, nämlich Vollbeschäftigung, Maximum Employment, stabile Preise als zweites, aber auch eine moderate langfristige Zinspolitik. Also da gibt es verschiedene Ziele, die miteinander in Einklang gebracht werden müssen, das etwas anders ist als das klare Primat auf die Preisstabilität, dass das die EZB hat. Stellt sich die Frage, hat die EZB das denn hinbekommen? Ist sie erfolgreich gewesen? Wir haben schon gestern, glaube ich, auch darüber gesprochen, das selbstgesetzte Ziel ist, Preisstabilität liegt nicht bei Null Inflation, sondern bei 2% Inflation, darunter oder nahe bei, je nachdem, wie man es sieht. Auf jeden Fall, eine Folie zu früh, die kommt erst gleich. Vorher ist der internationale Vergleich natürlich entscheidend. Ist denn der Euro stabiler als der US-Dollar? Und wenn man sich seit der Einführung des Euros 1999 das anschaut, damals lag er unter 1,20 Dollar. Dann wurde das Geld eingeführt. Wir waren ungefähr bei 90 Cent pro Euro. Dann hatten wir so eine Phase, wo man gedacht hat, na, vielleicht kriegen wir Parität hin. Und jetzt liegen wir irgendwo über 1,40. Und dann wird uns erzählt, wenn wir jetzt bei 1,42 sind, dann heißt es, die Stabilität des Euros ist in Gefahr. Die Stabilität des Euros ist überhaupt nicht in Gefahr. Der Euro ist wahnsinnig stabil und er ist deutlich stabiler als der Dollar. Kann man sagen, der Dollar selber ist nicht stabil, man müsste nochmal gucken, wie die Verhältnis zum Schweizer Franken angeht, aber auf jeden Fall ist der Euro eine im internationalen Vergleich sehr, sehr stabile Währung. Und zwar, wie wir hier sehen, stabiler als der Dollar, trotz der Volatilitäten am Ende, jetzt im Zuge der Wirtschaftskrise, den Ausschlag, den man da so sieht. Ich glaube, da muss sich der Euro keine Sorgen machen. Ich habe gerade schon das vorweggenommen, interessant ist natürlich nicht nur, was passiert im Außenbereich, wie steht die Währung im Verhältnis zu anderen Währungen, sondern wie sieht es im intern aus? Müssen die Bürger immer mehr bezahlen? Wird ihr Geld immer weniger wert? Wir haben hier ab 2000 die Daten von der Europäischen Zentralbank selber. Die Inflation in der Eurozone sollte um 2% liegen. Selbstgesetzt, sie lag genau um 2%. Dann haben wir einen leichten Anstieg der Inflation 2008 gehabt. Vielleicht hat die EZB zu drastisch, zu spät, wie auch immer reagiert. Wir sind dann in die Deflation gekommen, was sicherlich nicht geplant war, was aber auch kein langfristiger Effekt war. Also wir sind nicht in der Deflation stecken geblieben, wie das in Japan passiert ist, sondern wir sehen wieder, dass die Inflation ansteigt. Also auch da Preisstabilität in der Europäischen Union. Tatsächlich, der Euro hat uns Stabilität gegeben. Er ist sogar stabiler gewesen als die D-Mark. Wir haben in Deutschland eine Inflation, die kontinuierlich etwas unterhalb dieser Grafik lag. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier in Gelb. Da haben wir die Preisstabilität in Blau. Deutschland liegt immer knapp drunter, das ist jetzt nur ab 2006. Das sind die Daten von der OECD, die sind vielleicht etwas anders vom Warenkorb, deswegen kann es da leichte Veränderungen geben. Grundsätzlich spiegelt das aber dasselbe, was wir vorher gesehen haben. Langfristig lag die Preisstabilität, die Inflation in Deutschland
bei 1,5% über den letzten 10 Jahren ungefähr, also damit deutlich geringer als das zu Zeiten der D-Mark. Ich habe Ihnen aber nochmal die rote Kurve hier eingezeichnet. Das ist Griechenland. Und in Griechenland sehen wir, Griechenland liegt konstant mindestens einen Prozentsatz drüber in der Inflation. Also wir haben nicht die einheitliche Inflation in allen Ländern in der Europäischen Union, sondern es gibt durchaus Unterschiede. Griechenland ist hier ein Beispiel, wo wir eine Inflation haben, die deutlich stärker gewesen ist, als das im Durchschnitt der Euro-Staaten gewesen ist, was damit zu tun hat, dass Griechenland im Zuge der Euro-Krise seine Inflation von sehr viel höheren Niveaus, wo sie sonst immer waren, gedrückt hat, dementsprechend die Zinsen gesunken sind und sehr, sehr billiges Geld zustande kam. Ergebnis war, dass in Griechenland ein unheimlicher Boom stattgefunden hat. Wenn wir uns die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts angucken, ab 2000, hier die rote Linie wieder Griechenland, dann lag die irgendwo zwischen 4% und 6%. Die blaue Quote, wieder der europäische Durchschnitt, Europäische Union in diesem Fall, und Deutschland drunter. Ja? Rezession 2001, 2002, 2003, fast kein Wachstum, kurz vor der Krise etwas Wachstum, dann der Absturz mit allen und jetzt zum ersten Mal kommen wir dazu in Zeiten, wo es Wachstum gibt. Also wir sehen, es hat ein Wachstum in Griechenland gegeben, das ausgelöst war durch dieses billige Geld, durch die niedrigen Zinsen, die sie hatten, weil sie eine geringe Inflation hatten, weil sie plötzlich am Euro teilhaben konnten. Das hat sich allerdings auch darin bemerkbar gemacht, dass Griechenland ein extremes Handelsbilanzdefizit aufgebaut hat. Griechenland hat nicht nur seine eigenen Waren produziert und gekauft, sondern Griechenland hat vor allem Waren aus dem Ausland bezogen. Wenn wir uns hier die Leistungsbilanz angucken, die rote Zahl wieder Griechenland, haben wir ein deutliches Defizit. Während wir natürlich in Deutschland bekannte Exportweltmeister, wir exportieren in die ganze Welt, das ist jetzt natürlich nicht nur in Griechenland, aber da, wir haben 5-7% des Bruttoinlandsprodukts an Leistungsbilanzüberschüssen, wir haben exportiert in die ganze Welt. Aber wir sind trotzdem nicht gewachsen in Deutschland. Das ist erstaunlich, wir lesen immer, wie toll wir sind, dass wir exportieren und der Exportsektor wächst und wächst. Aber wir sind nicht gewachsen. Das eine ist natürlich die Frage der fehlenden Binnennachfrage, da kann man drüber diskutieren. Das zweite ist aber auch, wenn ich einen Leistungsbilanzüberschuss habe, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ich Kapital exportiere. Wir sind Netto-Kapitalexporteur. Wir haben die Anlagen, Maschinen, die wir gebaut haben in Deutschland, haben nicht in Deutschland produziert und die Produktivität hier gesteigert, sondern sind verkauft worden und produzieren jetzt irgendwo anders, vor allem in Griechenland. Insofern, der Boom, der in Griechenland stattgefunden hat, ist auch dadurch zustande gekommen, dass wir Foreign Direct Investment, dass wir als Deutsche in Griechenland investiert haben und dazu deren Wirtschaftswachstum beigetragen haben. Jetzt werden die Industrien vorsichtiger, investieren weniger im Ausland, mehr wieder im Inland. In Deutschland zieht die Konjunktur wieder an. Also es gibt einen Unterschied oder einen Zusammenhang zwischen den Leistungsbilanzdefiziten und eben den Wachstum der Volkswirtschaft, die nicht einfach so erklärt werden sind, hey, klasse, wir sind Exportweltmeister, also geht's uns gut. Das ist normalerweise kein Problem, wenn wir einen Außenhandelsüberschuss haben, weil wir einen Ausgleich schaffen über das Foreign Direct Investment, über Kapitalströme, die ins Ausland gehen, die im privaten Sektor stattfinden. Das heißt, es gibt Leute da, die kaufen dann eben griechische Anleihen, die kaufen griechische Produktionsanlagen und investieren in Griechenland, um das auszugleichen. Das hat seit 2007 nicht mehr funktioniert. Der Interbankenhandel ist zusammengebrochen. Dann fragt man sich, wie wird dieses Leistungsbilanzdefizit jetzt finanziert? Und stellt fest, es wird finanziert über die Europäische Zentralbank. Die Europäische Zentralbank hat sogenannte Target-Salden. Da werden die einzelnen Überschüsse und nehmen wir ein Beispiel, in Griechenland kauft jemand einen Traktor aus Deutschland, muss den natürlich bezahlen, nimmt einen Kredit bei seiner griechischen Bank, zahlt damit die Bank in Deutschland. Wie funktioniert jetzt der Austausch zwischen dem Bankensystem in Griechenland und dem deutschen Bankensystem? Klassischerweise war es so, dass es sich auf Null verrechnet hat, dadurch, dass deutsche Banken in Griechenland investiert haben. Weil der Interbankenhandel nicht mehr funktioniert, findet die Verrechnung innerhalb der EZB statt.
Deutschland hat inzwischen Guthaben bei der EZB in Höhe von 320 Milliarden Euro aufgebaut, das Guthaben gegenüber dem Ausland sind. Die GIPS-Staaten oder PIGS, wie auch immer sie es nennen wollen, Griechenland, Italien, Portugal, Spanien, haben zusammen 340 Milliarden Euro bei der EZB Schulden. 340 Milliarden Euro Schulden bei der EZB, demgegenüber wir Papiere bei der EZB halten, die das irgendwann mal wieder zurückkriegen könnten, wenn sie denn in der Lage sind, das auch wieder zu erwirtschaften. Also da müssen wir sagen, da haben wir große Risiken auch innerhalb der EZB, die völlig unabhängig von irgendwelchen Rettungsschirmen sind. Das ist Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut, hat das angeprangert und hat gesagt, das ist zum einen eben ein verstecktes Rettungspaket, was da stattgefunden hat. Viel schlimmer ist, es hat Kapital fehlgeleitet. Dadurch, dass das möglich war und die EZB das zugelassen hat, ist weiterhin Geld in Griechenland viel zu billig gewesen. Die Zinsen in Griechenland hätten schon viel stärker steigen müssen, viel früher. Aber nein, es wurde aufrechterhalten, Griechenland konnte weiter importieren, konnte weiter einen nicht normalen Boom, keinen natürlichen Boom, sondern einen künstlichen Boom finanzieren, sodass hinterher die Krise, vor der wir jetzt stehen, deutlich größer ist, als wäre da eher eingegriffen worden. Die Krise in Griechenland kommt aber nicht nur aus dem privaten Sektor, sondern wir haben aus derselben Ursache weniges Geld in Griechenland das zentrale Problem, dass der Staat sich verschuldet. Das Haushaltsdefizit in Griechenland, hier ab 2001 gerechnet, hat immer konstant über dem Maastricht-Kriterium von 3% gelegen. Nachdem wir jetzt halbwegs verlässliche Zahlen gekriegt haben, Sie wissen, Griechenland hat einfach falsche Zahlen lange Zeit geliefert, haben wir 2009 sie rausgekriegt, dass sie bei 15% Defizit lag. 15% des Bruttoinlandsprodukts im Haushaltsdefizit, im laufenden Haushalt finanziert über Schulden. Sie sind jetzt dabei, das abzubauen, ob sie erfolgreich sind oder nicht, wird sich zeigen. Müssen wir schauen, aber natürlich ist klar, wenn das Defizit im Haushalt deutlich größer ist als das Wachstum der Volkswirtschaft, kumuliert das natürlich. Also haben wir auch eine Bruttoverschuldung des Staates insgesamt, die immer weiter anwächst. Auch hier blau immer der europäische Durchschnitt, gelb Deutschland und rot Griechenland. Wir haben eine Staatsschuld von Griechenland von 150% des Bruttoinlandsprodukts. Griechenland müsste anderthalb Jahre lang arbeiten, ohne irgendwas zu konsumieren, nur um seine Schulden zu bezahlen. Jetzt sagt man, okay, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Amerika hat eine Staatsschulden von 100% ungefähr. Deutschland liegt inzwischen auch bei 80%. Japan hat eine entsprechende Schuldenquote von über 200%. Aber trotzdem gibt es einen entscheidenden Unterschied. Und der entscheidende Unterschied liegt im Kapitalmarkt, in der Frage, vertrauen die Anleger darauf, dass sie ihr Geld irgendwann wiederbekommen. In Japan ist ein großer Teil dieses Defizits intern bei den Japanern angelegen. Das heißt, der Staat hat sich bei seinen eigenen Bürgern verschuldet. Griechenland hat sich vor allem im Ausland verschuldet, bei Anlegern aus der ganzen Welt. Und die haben irgendwann gesagt, vielleicht kriegen wir das ja nicht wieder. Und weil die Europäische Union das vorausgesehen hat, haben wir entsprechend Defizitkriterien ja auch eingeführt. Damals Maastricht, inzwischen im Grundlagenvertrag, im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union beziehungsweise im Protokoll. Ich habe das hier nochmal, ich konnte mich als Jurist dann jetzt doch nicht davon halten, ein paar Artikel aufzuzeigen, auch wenn man sie nicht lesen kann. Entscheidend ist, hier steht drin, 3%, das ist das Kriterium für das Haushaltsdefizit, das maximale 60% ist für das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Schuldenstand und dem Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen, also die beiden Zahlen, die wir gerade gesehen haben. Aber falls es Sie mal interessiert, 126 AEUV mit dem entsprechenden Protokoll, da findet man die Kriterien. Was ist jetzt passiert? Ich habe gerade gesagt, die Griechen haben sich nicht dran gehalten. Übrigens haben sich nicht nur die Griechen nicht dran gehalten, Deutschland hat sich auch nicht dran gehalten. Deutschland war mit einer der ersten, die es damals geschafft haben, das Maastricht-Kriterium aufzuweichen und gesagt, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Wir haben natürlich Probleme und wir würden doch gerne weiter Schulden machen. Und vorübergehend, genau, und vorübergehend dauert immer manchmal ein bisschen länger. Provisorien halten besonders lange. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn eben der Glaube an das Recht irgendwann auch verloren geht. Und das ist das, was ich gerade gesagt habe. Ist denn Europarecht genauso wie nationales Recht, wenn was im Grundgesetz steht, drin steht? Dann hat die Politik schon heftig
Schwierigkeiten, sage ich mal, das Grundgesetz zu brechen. Das tut sie auch manchmal. Die Frage des gesamtgesellschaftlichen Gleichgewichts ist so ähnlich. Aber zumindest ist das schwierig, wenn man Europarecht bricht, interessiert das keinen, weil das alle machen. Also da müssen wir gucken, ob Europarecht tatsächlich so gut funktioniert wie nationales Recht. Es hat nicht funktioniert, die Märkte haben es gemerkt und haben plötzlich angefangen und haben gesagt, liebes Griechenland, ich gebe dir weiter deine nächste Anleihe, ich gebe dir mein Geld, aber ich möchte einen vernünftigen Risikoaufschlag. Ich bin nicht bereit, dir das Geld weiterhin zu 2, 3, 4, 5, 6 Prozent zu geben, ich möchte jetzt 12%, 15%, weil ich nicht sicher bin, ob ich das Geld wiederbekomme. Also sieht man, dass die Zinsen ab 2007, 2008 anfangen auseinanderzulaufen. Wir haben hier seit der Einführung des Euro die Staatsanleihen, alle Staatsanleihen der Euroländer ziemlich auf einem Niveau. Wenn man sich das Niveau anguckt, dann ist hier in diesem Fall Deutschland rot. Die niedrigste Linie war immer Deutschland. Die ist auch immer weiter gesunken. Und da haben sich seit der Euro-Einführung einfach alle Länder quasi parallel gesetzt. Jetzt plötzlich nicht mehr. Man fängt an, sich einen Risikoaufschlag zu fordern. Da kann man sich diese Grafik angucken und sagen, ja, sind wir wieder beim Normalstand. So hatten wir es vor dem Euro, so haben wir es jetzt auch. Vorher, wir sehen es hier, Italien war ein Weltmeister darin, Schulden machen und war natürlich auch sehr gut darin, hier entsprechend hohe Zinsen zu zahlen. Da sind wir auch schon bei 13-14% gewesen. Wenn Griechenland auch wieder da ist, ist das doch kein Problem. Wir haben aber einen entscheidenden Unterschied und der liegt in der Inflation. Griechenland, Italien, andere Länder haben damals sehr viel höhere Risikoaufschläge deshalb bezahlt, weil sie Staatsanleihen in ihrer nationalen Währung ausgegeben haben. Und die Anleger vom Ausland mussten das natürlich wieder umtauschen und wussten, aha, wenn ich dir jetzt Geld gebe, in einem Jahr bei deiner Inflationsrate ist das deutlich weniger wert. Also zahlst du mir mehr Zinsen, damit hinterher der reale Zinssatz ungefähr auch dasselbe bei rauskommt. Nominal haben sie natürlich heftig sich unterschieden. Tja, das geht nicht mehr so einfach. Wir haben keine Möglichkeit, die Inflation in Griechenland völlig losgelöst von den anderen Staaten zu machen, weil wir dann ja Wechselkurse hatten müssten. Wir müssten ja die griechische Währung abwerten. Die Lire in Italien konnte man abwerten. Oder sie wurde eben im Fall von freien Wechselkursen von selbst abgewertet, wenn die Inflation zu hoch war. Damit war ein Teil der Schulden weg und damit konnte man auch so hohe Zinsen finanzieren. Das können wir jetzt aber nicht mehr. Also stellt sich die Frage, was spiegelt denn dann diese Risikoprämie wider, wenn es nicht die Angst vor Inflation ist? Die Inflation in Griechenland mag ein bisschen höher sein als in Deutschland, aber insgesamt haben wir eine sehr stabile Inflation in ganz Europa. Der Euro bleibt stabil. Trotzdem wollen die Leute mehr Geld haben für ihre Anleihen und höhere Zinsen verdienen. Warum? Weil sie tatsächlich damit glauben, es gibt ein Ausfallrisiko. Das Ausfallrisiko, die Tatsache, dass Griechenland irgendwann nicht mehr in der Lage ist, sein Geld zurückzubezahlen, wird von den Märkten erwartet. Weil sie Angst davor haben, sagen sie, ich möchte eine Risikoprämie haben, ich möchte jetzt mehr Geld haben, weil ich hinterher vielleicht weniger zurückbekomme. Es ist nicht mehr dasselbe Risiko, das die Inflation abdeckt, wie vor dem Euro, sondern es ist tatsächlich die Angst vor dem Ausfall. Und das sieht man hervorragend auch am Wert der Staatsanleihen. Ich habe hier 10-jährige Staatsanleihen, das ist eine Grafik aus der FAZ. Griechische Staatsanleihen, 2009, noch bei über 100, also über dem Ausgabewert. Plötzlich kriegen die Anleger Angst, fangen an, ihre Staatsanleihen zu verkaufen. Der Kurs sinkt rapide ab, bis dann am 10. Mai 2010 die EZB anfängt, Anleihen zu kaufen. Die Europäische Zentralbank kauft Anleihen des griechischen Staates. Der Kurs stabilisiert sich natürlich erstmal wieder, aber langfristig, haben wir gesehen, hat die Intervention nichts gebracht. Aktuell liegen wir bei, ich glaube, inzwischen unter 50% dem Wert der griechischen Staatsanleihen. Das heißt, der Markt erwartet, dass die griechischen Papiere nur noch die Hälfte wert sind. Die werden zu dem Marktpreis jetzt gehandelt. Fragen wir uns natürlich, wie die EZB hat Staatsanleihen gekauft. Guckt man nochmal den Vertrag rein und stellt fest, da steht doch drin,
im Erziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der Europäischen Zentralbank oder den Zentralbanken der Mitgliedstaaten. Für Zentralregierungen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die Europäische Zentralbank oder die nationalen Zentralbanken. Die EZB darf doch gar keine Staatsanleihen kaufen. Und sie darf das mit gutem Grund nicht. Es kann nicht sein, dass sich die nationale Regierung über die Zentralbank finanziert und quasi dann die Zentralbank Geld druckt für die nationalen Regierungen. Das hatten wir in der großen Inflation gehabt, das wollen wir nie mehr. Ja, sagt die EZB, stimmt. Wir haben die ja gar nicht unmittelbar vom Emittenten erworben, wir haben die auf dem Sekundärmarkt gekauft. Die waren ja schon emittiert, also haben wir die nicht unmittelbar gekauft, sondern wir haben die quasi nur mittelbar gekauft. Und damit ging das plötzlich. Trotzdem hat das nicht gereicht. Und die Staaten haben sich gedacht, naja, wenn Griechenland jetzt irgendwie plötzlich seine Beamten nicht mehr bezahlen kann und seine Kredite nicht zurückzahlen kann, müssen wir denen helfen. Da guckt man in den Vertrag rein. Artikel 125, Bailout-Verbot. Die Union haftet nicht für Verbindlichkeiten der Zentralregierung von Mitgliedstaaten und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein. Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierung eines anderen Mitgliedstaats und tritt ebenfalls nicht für derartige Verbindlichkeiten ein. Relativ klare Sprache für Juristen. Eigentlich. Aber wir müssen doch was tun, wir müssen den Griechen doch helfen. Also, spitzfindige Juristen in Brüssel sagen, ja, die Schuldenkrise, das ist ja eine Katastrophe. Gucken rein, stellen fest, Artikel 122, im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Ereignissen, die sich der Kontrolle des Mitgliedstaats entziehen, darf ich doch helfen. Dann fragt man sich schon, was war die Ursache der Krise? Die erhöhten Staatsfinanzen, die Staatsschulden. Staatsschulden sind plötzlich Ereignisse, die sich der eigenen Kontrolle entziehen? Also, da muss eine ganze Menge Uso mit im Spiel gewesen sein, um das mal polemisch zu machen. In Brüssel natürlich, in Brüssel. In Brüssel, Griechenland, das ist, da will ich nichts zu sagen. Also, was haben wir konkret gemacht? Es gibt eine konkrete Hilfe, die erste war eine Hilfe für Griechenland. Wir mussten Griechenland akut retten. Also wurde ein Rettungspaket in Höhe von 110 Milliarden auf den Weg gebracht. Da haben sich die Mitgliedstaaten bereit erklärt, haben gesagt, wir geben 80 Milliarden und haben dann gesagt, immerhin, wir müssen aber den IWF beteiligen und der IWF hat nochmal 30 Milliarden gegeben. Das ist ganz klar eindeutig gegen das Bailout-Verbot verstoßen. Das ist völlig rechtswidrig, sie haben es trotzdem gemacht. Und dann stellte man plötzlich fest, das ist ja ganz gut, ganz nett, aber hat nichts gebracht. Also, viel hilft viel. Machen wir weiter, machen wir den nächsten Rettungsschirm. Der nächste Rettungsschirm umfasst 750 Milliarden Euro. Setzt sich zusammen auf den europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus der Europäischen Union. Das heißt, da sind die Haushaltsmittel der Europäischen Union plötzlich, die für die Staatsschulden, in diesem Fall Portugal und Irland, haften. Auch Bailout-Verbot, die Europäische Union haftet nicht für die Schulden eines Mitgliedstaats. Jetzt haftet sie plötzlich doch. Und dann gab es noch die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität der Mitgliedstaaten. Die haben sich zusammengeschlossen, haben gesagt, Europarecht ist blöd, das verbietet mir das ja. Ich bin clever, ich mache einen völkerrechtlichen Vertrag, wir gründen gemeinsam ein Special Purpose Vehicle, eine Zweckgesellschaft in Luxemburg. Wir geben der ganz viele Garantien, mit diesen Garantien kann sie sich selber verschulden und die Schulden, das Geld, was sie dann einnimmt über diese Anleihen, die geben wir an Griechenland. Das Schöne daran ist, juristisch könnte man ja sagen, siehst du, wir übernehmen gar keine Schulden von Griechenland. Wir übernehmen die Schulden des EFSF, aber doch nicht die von Griechenland. Aber der EFSF ist natürlich nur dafür gemacht, Griechenland, also beziehungsweise in diesem Fall Portugal und Irland, zu helfen. Immerhin war die FDP stark genug, sich durchzusetzen, mit anderen zu sagen, also wenn wir das schon machen, dann bitte nicht nur wir selber, sondern nur zusammen mit dem IWF, weil der IWF im Zweifel unpolitischer ist und sich besser durchsetzen kann. So war die Hoffnung, die entsprechenden Reformen in Griechenland auch wirklich zu fordern. Jedenfalls ist der Europäische Währungsfonds auch damit 250 Milliarden beteiligt. Aber, wie Sie gerade richtig gesagt haben, das war ja nur vorübergehend. Also hat man damals schon gesagt, wir machen das mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Und 3 Jahre sind in 2013 vorbei. Ich stelle mal fest, 2013 kommt ja schon so bald. Was machen wir denn dann? Also machen wir jetzt nach EFSM und EFSF den ESM, den Europäischen Stabilitätsmechanismus. Der bleibt dann immer bestehen.
funktioniert so ähnlich wie die europäische Finanzmarktstabilisierungsfazilität rechts oben, mit einem entscheidenden Unterschied aber. Hier, sowohl hier als auch da, haben wir Garantien gegeben. Das heißt, wir haben als Staat quasi Bürgschaften übernommen, kein Geld eingezahlt. Das tun wir jetzt auch. Insgesamt, die Eurogruppe gibt Bürgschaften über 620 Milliarden Euro. Aber irgendwann haben die Ratingagenturen gesagt, ja, wir haben jetzt Bürgschaften. Das ist ja ganz nett, aber kann ich denn darauf vertrauen, dass ihr wirklich zahlt? Und dann sage ich, ja, Mensch, okay, wir zahlen wirklich. Ja, dann zahlt doch jetzt schon mal. Also, haben sie gesagt, na gut, dann zahlen wir mal eben 80 Milliarden an Beilagen da ein. Insgesamt kommt das Ding dann auf 700 Milliarden Euro nominales Gesamtkapital. Davon werden allerdings nur 500 Milliarden verliehen. Der Rest bleibt als Sicherheit in dieser Firma. Das wird dann auch so eine Zweckgesellschaft privatrechtlich in Luxemburg bestehen. Und diese 80 Milliarden, kann man natürlich fragen, wo kommen die denn jetzt her? Gibt es einen Schlüssel der Beteiligung an der Europäischen Zentralbank? Deutschland hat derzeit 27,14 irgendwas Prozent. Aber nehmen wir den Schlüssel, 80 Milliarden, dadurch geteilt, 22 Milliarden vom deutschen Steuerzahler da einzuzahlen. Das ist das Doppelte des Budgets von Annette Schavan ungefähr. Das ist mal so eine, glaube ich, also um Größenvorstellung zu kriegen, nur für diese eine Einlage. Unabhängig jetzt von der Frage, wie viel diese anderen Garantien da tatsächlich sind. Bisher, wie gesagt, Griechenland mit seiner eigenen Hilfe am Limit. Herr Schäuble hat es Freitag nochmal gesagt, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Griechenland-Hilfe brauchen wir noch 60 Milliarden mehr, 65 Milliarden, 90 Milliarden. Verschiedene Zahlen gelesen, ich weiß nicht, was stimmt, müssen wir mal gucken. Die 750 Milliarden sind derzeit aufgeteilt. Irland hat daraus 85 Milliarden bekommen, wobei es sich allerdings selber noch beteiligt hat, und Portugal 78 Milliarden. Wie macht man das jetzt juristisch? Man sagt, naja, es war ja alles immer ganz schön rechtswidrig bis jetzt. Ändern wir halt die Verträge, schreiben ein paar Artikel rein. Und da steht drin, die Gewährung aller, nee. Die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, können einen Stabilitätsmechanismus einrichten. Wir können das also machen, wir haben es schon längst gemacht, jetzt schreiben wir nachhinein rein, dass wir es können, dann können wir es eben auch. So funktioniert ja nochmal Jura. Allerdings nur, wenn es unabdingbar ist, um die Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren. Da muss man schon wieder genau fragen, ist das denn der Euro insgesamt? In Griechenland haben wir gesehen, waren es die Staatsschulden. In Irland war es ein Problem im Bankensektor. Der irische Staat hat sich hier entschlossen, die irischen Banken zu retten, weil die sich verzockt hatten. Ja, soll der irische Staat doch helfen. Na, hat er gesagt, da zahlen wir sowohl Zinsen für. Also haben sie mit Europa verhandelt und haben gesagt, komm, kriegen wir nicht irgendwie von euch ein bisschen billigere Zinsen? Haben sie gekriegt, dann hatten sie einmal Zinsen und haben gesagt, ja, wenn die so teuer sind weiterhin die Zinsen, wissen wir nicht, ob die zurückzahlen können, also wurden die Zinsen nochmal gesenkt. Also da kann man sich schon darüber diskutieren, ob das tatsächlich immer nur darum geht, die Stabilität des Euro-Währungsgebiets insgesamt zu wahren. Aber, wir haben natürlich reingeschrieben, die Gewährleistung oder die Gewährung aller erforderlichen Finanzhilfen wird strengen Auflagen unterliegen. Strenge Auflagen. Was passiert tatsächlich? Es gibt jetzt in jedem alle Staatsanleihen, die ausgegeben werden, also alle nationalen Staatsanleihen, auch die von Deutschland, ab 2013 werden eine Umschuldungsklausel enthalten, eine sogenannte Collective Action Clause, die ist bekannt aus dem New Yorker Recht, aus dem Londoner, aus dem englischen Recht. Da steht dann drin, im Zweifelsfall müsst ihr halt immer verhandeln, ob ihr das Geld auch wiederkriegt oder Umschuldung möglich ist. Damit gibt es eine Rechtsgrundlage wenigstens, um Umschuldung möglich zu machen. Es gibt das europäische Semester. Das heißt nichts anderes als der Haushaltsplan, der jetzt erarbeitet wird im Bundesfinanzministerium, wird, bevor er ans deutsche Parlament geht, mal eben nach Brüssel geschickt. Die Kommission guckt drüber, rechnet das nach und sagt, kann das klappen oder kann das nicht klappen. Also da haben wir eine Kontrolle, wo man darüber diskutieren könnte, wird da nicht das Königsrecht des Parlaments eigentlich in Frage gestellt, das Haushaltsrecht? Wenn die Europäische Kommission, by the way, who voted for the Commission? Ja? Also wie ist das mit der Demokratie in Europa? Plötzlich da... sich einmischt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Reformen sind natürlich total notwendig. Es kann nicht sein, dass ein Staat so unsolide haushaltet wie Griechenland. Darum geht es ja, das zu verhindern. Es kann sein, aber deswegen brauchen wir das Recht. Richtig. Und es gibt den Euro Plus, das Euro Plus Paket. Das ist die Fortschreibung im Prinzip der
von Europa 2020, wie es so schön heißt. Irgendwann war es mal die Lissabon-Strategie. Also wir müssen mehr Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und wir müssen besser werden. Jetzt kommt neu hinzu, die werden tatsächlich, gibt es genau klar festgelegte Kennzahlen, die werden verglichen. Setzt man sich zusammen, sagt, okay, Griechenland, wie sehen bei dir die Löhne und Gehälter aus? Wie ist das Produktivitätsniveau? Was sind die Steigerungen des Produktivitätsniveaus? Was haben andere Länder in derselben Zeit erreicht? Warum habt ihr das nicht geschafft? Und versucht mal politisch Druck aufzubauen, zu sagen, ihr müsst gewisse Reformen eben auf den Weg. Arbeitslosigkeit genauso. Da wird noch spezifisch geguckt, was ist mit der Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel, was ist mit Langzeitarbeitslosigkeit. Alles das wird jeweils Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen, vor allem eben über das europäische Semester und die Stärkung der Finanzmarktstabilität. Achso, für öffentliche Finanzen geht natürlich nicht nur um das Haushaltsdefizit des Staates, sondern das sind auch die nationalen Sicherungssysteme, also Rentenversicherung, Krankenversicherung. Alles das wird von Europa auch mit angeschaut, beziehungsweise in diesem Fall vom Rat, also den Regierungschefs, die sich zusammensetzen. Und zunehmend eben sich auch Gedanken machen über Fiskalpolitik, also welche Steuern wir denn so miteinander haben wollen. Ich glaube, ich habe schon heftig überzogen. Ich möchte kurz noch zum Schluss die drei Szenarien vorstellen, die jetzt immer diskutiert worden sind. Was würde denn passieren, wenn Europa, wenn jetzt Griechenland aus dem Eurozone aussteigt? Zum einen würde natürlich die Drachme total abgewertet werden. Da muss man sagen, eine Abwertung ist im Prinzip nichts anderes als die Enteignung des Bürgers in Griechenland, der sein Geld auf dem Konto hat und plötzlich ist es nur noch die Hälfte wert. Also da muss man schon sagen, Privateigentum, liberale Grundlagen, finden wir das gut, wenn der Staat plötzlich die Macht hat, in die Geldpolitik einzugreifen und damit den Bürger zu enteignen. Und die Leute haben das Geld ja schon verbraucht. Oder sie haben schon verbraucht, genau. Das ist Enteignung, das ist doch Unsinn. Naja, sie haben das Geld auch konsumiert schon. Na, sie haben ja noch Guthaben auch offen, es ist ja nicht alles weg. Ja, also das Guthaben ist ja wertlos. Ja, aber wenn Sie jetzt in Griechenland. Wenn Sie doch jetzt in Griechenland leben würden und sagen, was habe ich denn damit zu tun? Ne? Das ist was anderes. Dann ist das natürlich schon fraglich, ob jetzt das in Ordnung ist, wenn der Staat hingeht und sagt, ich werte jetzt einfach mal die Währung ab und dein Geld ist nur noch die Hälfte wert. Also, das ist, vielleicht ist das richtig, was Sie sagen, das stimmt. Aber es ist zumindest was, wo man sich Gedanken drüber machen sollte, was man nicht mal eben so machen kann. Und vor allem, ein Ausstieg aus dem Euroraum würde ja die Haushaltskrise überhaupt nicht lösen. Abgesehen davon, dass es in den Verträgen nicht vorrechtlich gesehen ist und ob das rechtlich möglich ist, haben wir gesehen, das schaffen wir immer irgendwie. Aber es würde die Schuldenkrise nicht lösen. Griechenland würde doch weiter seinen Schuldenstand haben und der würde durch eine Abwertung ja sogar noch exorbitant steigen. Wenn ich plötzlich die Drachme um 50% abwerte, dann verdoppel ich die Schulden, die ja weiterhin in Euro bestehen bleiben. Griechenland ist ja weiterhin in Euro verschuldet. Die müssen ja das Geld in Euro zurückzahlen. Dann sage ich, okay, sie werden ein bisschen wettbewerbsfähiger, dadurch, dass sie jetzt die Drachme abwerten, aber sie müssen ja tatsächlich mit ihrer dann nicht mehr so viel wert seienden Drachme, das kann man nicht ganz sagen, dann die Schulden in Euro wieder zurückzahlen. Außerdem, liberal und ordnungspolitisch gesprochen, was ich damit mache, ich umgehe natürlich die Finanzmärkte, die ein wichtiges Disziplinierungsinstrument sind. Ich will doch gerade der Politik die Regeln des Finanzmarkts aufzwingen und nicht sagen, du kannst einfach dein Geld ausgeben, wie du willst, sondern es muss eben vernünftig sein, weil es nicht dein Geld ist, sondern das Geld der Steuerzahler. Und insofern ist das schon was, wo wir immer sagen müssen, die Finanzmärkte, dass sie hohe Zinsen haben wollen, ist ein gewollter Mechanismus. Ja, es ist richtig, dass die Zinsen steigen, wenn man nicht einen soliden Haushalt. Und natürlich die allergrößte Gefahr, ich habe große Bedenken für unsere Demokratie, wenn wir davon sagen, irgendwelche Argumente sind there is no alternative, die Tina-Argumente von Frau Merkel. Wir müssen das jetzt machen, weil es alternativlos ist. Finde ich ziemlich gefährlich für unsere Demokratie und Diskussionskultur. Aber wenn sie sagt, wenn der Euro scheitert, scheitert die Europäische Union. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen gewissen Symbolwert des Euro, den wir nicht einfach so mal eben über Bord werfen sollten. Also, man kann auch darüber diskutieren, wie groß denn dieser Wert ist und welcher Wert da gegenübersteht und das miteinander abwerten. Aber im Prinzip glaube ich, der Vorteil dessen, dass wir die Finanzmärkte als Disziplinierungselement haben, führt in einer gewissen Weise zur Entmachtung der Politik, die eben in ihrem Haushalt fiskalpolitisch nicht machen können, was sie wollen, sondern eben zurückgebunden sind an ein solides Haushalten. Und da kann man sagen, diese Entmachtung der Politik, die eben sich nicht selber finanzieren kann, sondern sich über die Finanzmärkte finanzieren muss und sorgsam mit dem Geld der Bürger umgehen muss, das, glaube ich, ist ein sehr liberaler Gedanke, wo man eben auch die Emanzipation des Einzelnen, eben das Abbauen von Handel, von Schranken und von Restriktionen für den Einzelnen runterfassen kann, dadurch, dass der Staat wieder gewissen Auflagen unterlegt wird, die er sich nicht einfach so
entledigen kann. Insofern, was bleibt über? Die interne Abwertung. Interne Abwertung heißt nichts anderes als, wir schicken Griechenland in die Rezession. Ihr müsst billiger werden. Wir zahlen jetzt einfach mal 30% weniger Löhne. Gucken, dass die Preise sinken. Deflation. Ihr müsst länger arbeiten. Rentenalter wird nach oben geschraubt. Im Prinzip alles das, was Estland gemacht hat, was andere Länder gemacht haben im Baltikum und hingekriegt haben. Aber es wird sehr schwierig. Wir sehen jetzt schon die Leute auf der Straße und sagen, gut, wenn die Leute auf die Straße gehen, sollen sie auf die Straße gehen, dann müssen wir eben auf die Straße gehen und sagen, dann zahlen wir euch kein Geld mehr. Das ist, die Leute auf der Straße, die sagen, wir wollen aber das Geld weiter für umsonst haben, darf kein Argument sein. Trotzdem haben wir ein Interesse am sozialen Frieden in Europa. Also auch das, glaube ich, muss man sagen, wenn dann Griechenland in die Anarchie verfällt, dann war das sicherlich auch falsch. Und langfristig hilft eine Rezession in Griechenland ja auch nicht, sondern wir müssen gucken, dass sie langfristig auch wieder wachsen. Dennoch wird es ohne eine Anpassung nicht gehen. Wir haben gerade am Anfang das Wirtschaftswachstum in Griechenland gesehen. Sie hatten einen Boom, es war ein künstlicher Boom. Dieser Boom, völlig klar, dass es eine Korrektur wieder gibt. Diese Korrektur muss jetzt auch einfach stattfinden. Deutschland hat stagniert lange, Deutschland wächst jetzt wieder. Wir kommen uns irgendwo näher und das ist wahrscheinlich auch ganz wichtig. Tja, die Frage der Umschuldung. Auch da, was passiert? Einfach zu sagen, 30%, 40%, 50% oder so, nehme ich jetzt weg von deinen Anleihen. Ich hatte die eine Grafik gerade gezeigt. Die Märkte erwarten vielleicht, dass Griechenlands Anleihen sehr viel weniger wert sind. Aber kann ich deswegen trotzdem einfach hingehen und sagen, ich zahle jetzt weniger zurück? Was würde passieren? Ich würde keinen privaten Anleger mehr finden, der irgendwann innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre freiwillig wieder Geld nach Griechenland gibt. Oder zumindest nur sehr schwierig. Die Frage ist, geben die Banken denn dann, wenn das tatsächlich passiert, weiterhin Anleihen an Portugal, an andere Staaten? Ich glaube, das ist was, was man auch ernsthaft in Erwägung ziehen muss. Wir wollen ja, dass der Privatsektor die Anteile zahlt und nicht, dass der deutsche Steuerzahler oder die EZB die Staatsanleihen aufkauft. Also insofern müssen wir da genau schauen, was passiert denn eigentlich, wenn wir eine entsprechende Umschuldung vornehmen. Und vor allem, was passiert mit den griechischen Banken? Die griechischen Banken haben bis jetzt griechische Staatsanleihen, die sie als Garantie bei der EZB hinterlegen, dadurch, dass sie Geld kriegen. Wenn die Staatsanleihen jetzt aber von den Ratingagenturen auf Default gestuft werden, weil sie nicht zurückgezahlt werden, dann wird es für die EZB wirklich schwierig zu sagen, ich garantiere, nehme das noch als Sicherheit. Also auch da müssen wir, glaube ich, darüber diskutieren. Deswegen gibt es jetzt so die Frage der weichen Umschuldung und so. Und kann man sagen, ob es ein Selective Default ist oder so ein weicher, eine Zahlungsschwierigkeit, eine Illiquidität statt ein Ausfall. Da gibt es jetzt was, worüber diskutiert wird. Aber wir müssen uns bewusst sein, wenn wir sagen, wir zahlen die einfach nicht mehr zurück, die Anleihen, dann haben wir ein Problem in der EZB und wir haben sicherlich ein Problem langfristig zur Finanzierung. Also, insofern meine Lösung eigentlich, es wird noch eine Kombination geben. Wir müssen für eine Haushaltskonsolidierung in Griechenland sorgen. Und das ist wichtig, wir müssen den Druck aufbauen. Durch die Rettungsschirme wurde der Druck genommen. Insofern waren die Rettungsschirme kontraproduktiv. Aber sie haben sicherlich auch gute Gründe gehabt, weil wir natürlich Angst hatten, was ist mit Lehman passiert, was ist mit dem Bankensektor in der Krise passiert. Grundsätzlich finde ich, Lehman war ja gar nicht so verkehrt, weil es nämlich gezeigt hat, Banken können pleite gehen. Aber viele andere sehen das eben anders. Also insofern müssen wir da natürlich vor allem drüber nachdenken, vor allem weil wir ein Moral Hazard Problem haben. Wenn wir jetzt den Griechen ihre Schulden abnehmen und ihre Probleme lösen, dann wird kein anderer Staat jemals wieder denken, ich muss mich ernsthaft auf meine eigenen Probleme kümmern, weil Zweifel ist ja Europa da und zahlt. Und das, glaube ich, so haben wir uns Europa jedenfalls nicht vorgestellt. Insofern, Emanzipation, liberaler Leitbegriff, ich habe es am Anfang gesagt, der AG-Grundsatz, Entmachtung des Staates und eben auch Begrenzung der fiskalpolitischen Möglichkeiten, dann ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass die Geldpolitik und die Fiskalpolitik voneinander getrennt sind. Wenn die Geldpolitik bei der EZB liegt, ist sie wirklich unabhängig und der Staat kann nicht einfach sagen, ich werte jetzt mal ab und ich gucke mal, dass ich ein bisschen Inflation zulasse. Für den Bürger ist es vielleicht sogar gut, wenn wir sagen, ja, wir haben eben nicht die Fiskalpolitik und die Wirtschaftspolitik und die Geldpolitik in einer Hand, aber auch da, glaube ich, gibt es ganz viel Diskussionsbedarf. Insofern hoffe ich, Widerstand bei Ihnen zu provozieren. Ich freue mich auf die Diskussion und herzlichen Dank. Ja.